Schlüsseldienste auf Mallorca sind Vertrauenssache genauso wie in Deutschland. Noch nie wurden so viele Einbrüche auf Mallorca verübt wie 2019. Edgar Habermehl hat seinen Schlüsseldienst auf Mallorca platziert. Er ist vor Jahren ausgewandert und hatte Erfolg mit seinem Dienst. Er konnte das Vertrauen der Kunden gewinnen. Für seinen Dienst wurde er akzeptiert in Sachen Sicherheit. Mit seinem Schlüsseldienst bedient er fast über 500 Fincas auf Mallorca. Mit fachlicher Beratung und fundiertem Wissen gibt er den Finca-Besitzern das Vertrauen, dass ihre Immobilie mit seinem Service auch professionell gesichert wird. Eine verantwortungsvolle Aufgabe also, welche er im Rahmen seiner verschiedenen Geschäftsbereiche mit verbindet. Sein Schlüsseldienst wird täglich in Anspruch genommen. Seine Qualifikation hat das deutsche Know-how auf die Insel gebracht, was die Sicherheit betrifft. Es ist eben Edgar Habermehl, welcher erkannt hat, wie man mit seriöser Beratung auf Mallorca Kunden gewinnen kann.